Herzlich willkommen zu einer Fußneuer Lektion Java für das hier dann Premiere GTG. Fangen heute eine neue Serie an, ein paar Lektionen über wie benutzt man Maus am NetBeans, wie steuert Maus Sachen am NetBeans. Ja, wir hatten ja letztes Jahr schon mit Grafik viel gemacht, aber nie mit der Maus gespielt. Das ist dann einfach die Weiterführung. Das ist, wir gehen immer davon aus, was wir schon auf Dösem gemacht hatten, den Drohpanel. Mhm. Das ist, wir spielen mit der Maus nicht mehr an der Flash, weiße Flash. Das ist Mainframe, gehen wir nicht hin. Mhm. Das ist weder Maus mit Menüen, weder die Maus mit Knäppchen, das ist dann einfach zu komplex, machen wir nicht. Das ist, wir spielen just an dem Raum rein, den Drohpanel. Okay. Wie möchte ich das? Aber im Prinzip ziemlich einfach. Für die Events nennen wir das, wir haben da vier Steck, Kinder viel, wie immer im Java, wir haben da just vier, einkehrt Maus, klicken, rechts, links, mit, gesehen, wie das geht. Kurz zwischen froh. Was Position von der Maus kannst du zu allen Zeitpunkten zugreifen? Ja. Ja. Das ist das, was wir müssen nun, sonst wird das Ganze okay sein. Mhm. Das ist das. Wir müssen aber dann, wo klicken ist, mhm, und da ist ein Schloss. Okay. Das sind da zwei Stecke, zwei Events, zwei Operationen. Mhm. Irgendwo ist sich bewegen, wo einfach die Maus sich bewegt. Und irgendwo ist dann dragen, das ist geklickt und während dem bewegen. Das nennen wir dragen, das kann ich auch kriegen. Das sind am Film die vier Sachen, die mich interessiert. Einmal Knöpfchen draufdrücken, lastlosen, Mausbewegung und einmal Mausbewegung, indem ich Knöpfchen nach unten. Okay, voilà. Verstehe. Wie geht das? Es funktioniert nicht mehr am Drohpanel. Das ist das, was ich muss. Das heißt, ich gehe hin, ich klicke auf den Drohpanel für den Aktiv. Das ist wichtig. Mhm. Also, wenn ich drei Mainframe möchte, dann kriege ich einen Fehler. Es funktioniert aber nicht richtig. Aber findest du mir das nicht? Okay. Und dann? Wir haben hier also berühmte Properties, da stehen alle Zahlen über den Drohpanel. Und da gehen wir hier bei Events. Sind da ganz viel da? Uiuiui. Alles interessiert am Anfang nicht mehr alles, was mit der Maus zu tun. Sind aber viel da. Was interessiert uns am Anfang? The Pressed, das ist, wenn ich ein Knöpfchen drücke. Mhm. The Release, wenn ich ein Lastlosen. Und da haben wir auch noch The Move, das ist, wenn ich einfach die Maus bewege, ohne Knöpfchen gehalten zu tun. An den Dragged, wenn geklickt geht, also nicht bewegend Maus. Für den Dragged drauf zu machen zum Beispiel. Okay. Wie gehen den da low aktiviert? Man fängt mal am besten an, dass der Pressed. Einfach drauf bei dem drei Pinkischer, da kann ich eine Methode machen. D'accord? Los mal hin, das selber machen. Ich klicke dann hier, wo None steht. Hier müsste man schon automatisch richtig nehmen. Ah. D'accord? Das ist selbst wie bei der Knäppchen den Doppelklick. Mhm. Bei den Buttons, wenn du den Doppelklick machst, dann möchte ich automatisch so eine Methode. Okay, die passt doch schon. Und die passt schon. D'accord? Hast du jetzt schon die durchgemacht? Mit der heute brauchen wir nicht. Was will ich am Anfang machen? Ich will die vier Events dahin kriegen. Einfach der Prototyp. Einfach der Prototyp, ganz genau. Muss ich nicht mehr die holen, die hier noch an der Angabe gefroht sind. He? Ja, ja. Hier will ich die vier testen. Bei Design, und da fahren wir die Next. Und ich will heute den Dragged und den Move. Ich will ich den Move, klick, will mal weg. Und dann den letzten, den Dragged. Da sehen wir auch hier noch, wie das geht. Voilà. Ich will hier meine vier Methoden, die abgerufen gehen, sobald irgendetwas mit der Maus geschieht. Okay. Und dadurch kann ich ein bisschen klein machen, das ist immer meine Übersicht. Wenn ich einen anderen Methode gemacht und den ich nicht will, wie zum Beispiel heute Android oder klickt. Viele Leute wollen direkt geklickt. Das ist gefährlich und die geht nicht, wie man mengen. Also. Ja. Ich will den, den ist zu viel geholt. Ich kann den nicht mehr löschen. Geht halt nicht. Das ist gespart. Das ist gespart. Dafür muss ich auch immer am Design gehen. Und dann auf None gehen. Und dann irgendwie heute den Klick auf None kreieren. Das ist hier klicken und dann remove. Oh, okay. D'accord. Das wir, wenn den drauf bleibt, wenn der nächste drauf schreibt. Frost gebraut, ne? Frost gebraut. Mhm. Das ist nicht dramatisch. Mhm. Das ist mir los. Voilà, wir haben hier also vier Event-Methoden, wenn ihr so wollt. D'accord? Mhm. Presst, den Release, den Move und den Klick. Okay. Und den Drag, pardon. Die gehen abgerufen, sobald ein von denen Aktionen geschieht. Mhm. Ja, und da kann ich abgehen. Wir brauchen da schon ein Mainframe, wir haben sogar schon ein Modell. Ich bin etwas, wo du kannst den Maus applizieren. Den Drohpanel aus dem Punkt. Also, wir setzen nicht an den Drohpanel dran. Nicht lo, das nicht will ich mal okay. Der Dienst, was da für uns wichtig ist, das ist ein EWT. Du hast es schon nur gespart.
Ja, ich will schon geklickt, aber ich muss wissen, wo ich bin. Ja. Wo habe ich geklickt? Was ist ein XY-Koordinat? Ja. Da steht am WT dran. Ah, ja. Das ist dann. Das ist das, was ich dann noch will weisen, aber das ist was nicht unbedingt elegant ist, und dann im System out printen. Ah, direkt auf die Konsole. Einfach auf die Konsole, genau, geprint. Was tun wir hier im Juni? Presst. Ausgleich. Und dann schreiben wir einfach Position. EWT. Punkt. Punkt. Und die heißt Get. Control Espace. Da unten schreibe ich den Button. Da kann ich wissen, das sehen wir mich spät, welche Knöpfchen das geklickt sind. Da kann ich wissen, unten ist den ersten, zweiten oder dritten Knöpfchen. Das sehen wir. Okay. Oder dafür ist es ganz wichtig, dass der Get Point. Das ist die aktuelle Position von der Maus. Get Point ist, okay. Get Point. Und dann steht man dann ein Plus mit einer Konkatenation. Und da kann ich stehen, angewiesen. Das ist nicht kompliziert. Ich meine, nur Copy-Paste von dem. Wird gehalten, der Get-Point zurück. Ein Text? Oh. Nein, ne? No? Ich wollte halt nur Control, ich weiß nie, wie den. Das ist ja. Oh, doch nicht. Hast du nämlich Erfahrung mit. Wie mache ich Web? Edit, Copy. Ah, Command. Command C. Die durch. Mhm. Control V. Ah. Control C, Control V. Dann lernen wir schon ein bisschen Mac. Voilà. Und dann die letzten. Voilà. Du musst jetzt noch den Text ein bisschen ändern. Pressed. Okay. Released. Moved. Der Schwanz bewegt. Und dann Drag. Und dann sehen wir, ob es klappt oder nicht. Kompilieren. Voilà, keine Fehlermeldung. Und wir starten also ein kleines Programmchen. Schon den noch rein. Wie ihr seht, geschieht schon etwas. Moved, kann ich direkt. Etwas. Bon, der Java AWT Point, das nehmen wir einfach ein Objekt so mit dem Nummern. Ich hätte auch können Get X, Get Y vom Ah, das darf ich schon müssen tun. Ja. Wie das dann hin automatisch. Ah, weil, okay, müsste das cleverer Straße. Ja. Voilà, hier sehen wir, hier oben am Eck haben wir ein Wetterskoordinat bei 0, 0. 3, 5, wenn ich mich nur bekomme, dann komme ich auf 0. Das ist also Referenzpunkt, also effektiv hier. Wenn ich hier gehe, dann geht es nicht mehr richtig. Das ist hier wird keine Referenz. Das ist immer kein Move. Ich bewege und heute geschieht nicht. Mhm. Okay, dann komme ich auch immer Referenz. Wenn ich klicke, da. Pressed, hab's nicht. Release, Press, dann bewege ich die Maus. Dann geht es den Drag, nicht mehr Move, mehr Drag. Wenn ich da loslasse. Du kriegst nicht beides? Nein, das sind weder Move oder Drag. Ihr kennt es. Ihr kennt es. Solange ich drauf klicke, dann ist meine Maus einfach geklickt lassen, also den Drag für ihn. Das heißt, die anderen gehen doch nicht zurück. Was drin? Weil dann, die do, die Move, nein, die Move tun wir ja noch gesehen, okay, move, das ist Move oder Drag, okay. Das ist Move oder Drag. Aber wenn ich einen Kehr raufgeklickt habe, dann lasst der Press ein Kehr geschieht. Ja. Aber wenn ich Release mache, dann könnt ihr den nächsten. Dafür ist der Klick gefährlich, weil der Klick möchte einen theoretisch nicht mehr, wenn der Release bis gemacht Ja, den musst du dann automatisch voilà. Abspicken. Ja. Das ist mir kompliziert, wenn es den Dreck. Die heute Feier sind die Basis. Und da kannst du mal da machen, was ich will. Sie ist dann noch wieder ein bisschen off-topic. Wir nehmen nur einfach To-String. Nun ist einfach ein To-String gemacht. Ja, ganz genau von dem Point. Ja. Mhm. Und die geht par Default am Java der Klasse um. Und dann die wichtigste Information, und das ist ein Fall heute nicht sie kriegt. Okay, das ist gut. Ich hätte auch können, ob heute Get Point. Nee, toll, just für. Das reicht. Das ist ganz gut. Das ist vielleicht eine kleine Wiederholung von Sachen, die man ich schon Ich hätte auch können, und das möchte ich noch meistens so, wenn ich nicht will, das tun. Das ist auch viel mehr, eventuell mehr clever. Ich wollte schon einfach ein bisschen mehr. Nee, du wolltest erklären, wie die Event davon voilà, zu nicht, wie, ich hätte auch können, das tun schreiben. Effektiv, Punkt Get, das ist ein Point, entweder Punkt Get X. Plus und dann nach ein paar Punkt P, da sehen wir auch direkt den Plus P Punkt Y, die haben wir ja schon Point, ich muss den importieren, ja, die sind auf das Programm von der Dusiam gewischt, pardon, Dusiam gewischt, an die Gebrauch, das kann ich dann nur probieren, ja, ich probiere es einmal damit, das war beim Pressed, wenn ich glaube Pressed, da kriege ich einen anderen Genre von Informationen. Okay, interessant, denke ich, zu sehen. Ja. Okay. Das ist. Nach einer letzten Bemerkung. Hm? Hier steht Draw Panel und dann Mouse Pressed. Draw Panel Release, Draw Panel Move erträgt. Das heißt, ich habe effektiv am Draw Panel meine Maus aktiviert, wenn ich so will. Ja. Wenn ich den Mainframe durchtun will, ist es falsch. Da wird in das bei der Mainframe gemacht, auf Platz beim Draw Panel.
Okay. D'accord? Wenn ich das möchte, ist es nicht schlimm. Muss ich einfach waschen. Wenn ich hier klicke, sind ich low beim Mainframe. Ja. Ich kann aber, leider, auch diese Halbwürst Sachen holen. Okay. Aber wenn ich die holen, dann funktioniert das absolut nicht, wie ich es gerne hätte. Das ist mein Nullpunkt total zu beschädigt und nicht, wo ich es will. Okay, das ist so Java-Mysterium. Java-Mysterium. Aber wenn ich das möchte, dann muss ich es auch im Haar rausholen. Okay, gut, das ist okay. Das ist eben so. Okay. Okay, du fährst doch Drop-Panel. Du fährst doch Drop-Panel für zu malen. Das ist das nächste Beispiel. Okay, super. Maja, das ist doch schon dann von der ersten Lektion zum Thema Mausmanipulationen am NetBeans. Merci für das Nullausstrahlen. Bis zum nächsten Mal.